Ich begrüße euch ganz herzlich. Diese Veranstaltung ist jetzt der zweite Teil von der Frühjahrsversammlung der sächsischen Backfastimker. Ganz besonders freuen wir uns, dass der Jürgen Binder uns als Referent zugesagt hat, ganz spontan und unkompliziert. Und er wird jetzt einen Vortrag halten zum angepassten Brutraum, zum Fettkörper der Biene. Und danach habe ich gebeten, am Ende noch ein bisschen was zur Bienenpolitik zu sagen. Ich hoffe, das macht er auch. Also, ja, nochmal vielen Dank. Und ja, ich bin ja ein bisschen eifersüchtig auf euch in der Region Sachsen, weil ihr habt ja lauter bedeutenden Input gegeben. Als erstes ist dieses Buch hier zu erwähnen, das ich für das beste Buch halte, das das Wirken von Hans Bär festhält und auch ein bisschen bewertet. Und ihr habt mit diesem Buch die große Leistung gebracht, dass das Wissen auf dem Stand, auf dem Hans Bär eben war, bevor er gestorben ist, festgehalten habt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also das war ein sehr wichtiger Input. Also jedenfalls, ich spreche heute zu Imkern, die eigentlich schon alles wissen oder wissen können. Und deswegen weiß ich auch nicht so richtig, was ich euch noch sagen soll. Denn ich schätze, dass ihr überhaupt den Input von Hans Bär aufgesaugt habt in den letzten Jahren. Und im Großen und Ganzen mache ich es ja auch nicht anders als er. Ich mache vielleicht zwei, drei Dinge minimal anders. Und das ist dann vielleicht auch Gegenstand unserer Diskussion. Ich würde also vorschlagen, dass ich da jetzt gerade mal die Dinge anspreche, die ich ein bisschen modifiziert habe und natürlich mit Hans auch besprochen. Aber wie das eben so geht im Leben, man weiß nicht, wann man sich verabschiedet und manche Dinge konnten halt dann auch nicht mehr besprochen werden und geklärt werden. Also das nur zur Vorrede. Das ist vielleicht auch für euch interessant. Ich habe entschieden, dass so wie wir auch mit dem Namen Ludwig Armbruster, also die Entscheidung, eine solche Imkerschule mit diesem Namen zu gründen, die ist ja am Gartentisch bei Hans Bär gefallen. Und da haben wir 2 Jahre dran diskutiert und gearbeitet und es wurden viele verschiedene Versionen diskutiert und überlegt. Aber letzten Endes hat mir meine politische Erfahrung gezeigt und ja, es hat sich auch als zutreffend herausgestellt, man muss einfach etwas machen und anfangen, wenn man es für richtig hält. Das betrifft den angepassten Brutraum, das betrifft die Gründung von einem Verband, das betrifft alles. Wenn man anfängt, auf alle Bedenkenträger 100 Jahre zu warten, dann passiert überhaupt nichts. Also diese Schulgründung geht eigentlich auf längere Diskussionen mit Hans Bär zurück. Und deswegen, so wie es uns jetzt doch gelungen ist, wenn ich es mal so sagen darf, Ludwig Armbruster wieder ins Gespräch zu bringen, möchte ich beim nächsten Bienensymposium, das ja das 10. ist und wir leider ewig verschieben mussten, und wer weiß, wie es jetzt stattfinden kann, wahrscheinlich online, nur werde ich eine Hans-Bär-Gedächtnisnadel verleihen und sozusagen ins Leben rufen, um auch unseren großen Lehrer im Gedächtnis zu behalten. Wenn wir da einmal im Jahr diese Verleihung machen, dann haben wir jedes Mal wieder neu die Gelegenheit, uns an diesen großen Mann zu erinnern. Und das wird also jetzt im April dann erstmalig stattfinden. So, also wie kann ich jetzt da hier weitermachen? Da unten, jawohl. Also, man muss ja jetzt realistischerweise festhalten, dass Arbeiten im ungeteilten Brutraum ja eigentlich nach Deutschland, es war in Deutschland schon, Gerstung hat ja das betrieben und auch andere. Und dann hat es Adam wieder gebracht mit seinen Vorträgen nach dem Zweiten Weltkrieg, 70er Jahre und so weiter. Hat er mehrere Vorträge gehalten. Und das hat ja letzten Endes dazu geführt, dass man die Dadant-Beute mit der Backfassspinne in Verbindung brachte und im Umkehrschluss die Dadant-Beute eigentlich nur mit der Backfassspinne sozusagen identifiziert wurde.
Das war ja natürlich früher gar nicht so. Als die Datenbeute entstand, da gab es ja die Backfisch noch gar nicht. Und dieses Problem, dass man da die Großraumbeute mit Backfisch verbindet, aufgrund des Impulses, der von Adam kam, das ist eigentlich bis heute da. Schauen wir uns diesen Film an. Ich habe eigentlich von Anfang an meiner Arbeit hier darauf verzichtet, den angepassten Brutraum mit der Backfischbiene in Verbindung zu bringen. Und ich bin selbst sogar so weit gegangen zu sagen, die Anpassung des Brutraums hat eigentlich erstmal überhaupt nichts mit der Beute zu tun, mit der Beutengröße, sondern das kann man in jeder Beute machen. Allerdings kommen dann die Probleme beim Einfüttern, wenn die Zarge nicht groß genug ist, und beim Auswintern, wenn das Futter eventuell in einer Zarge nicht ausreicht. Und warum habe ich das gemacht und mache es bis heute? Weil ich diesen Konflikt Backfisch-Karnika aus dieser betriebsweisen Diskussion raushalten möchte, um ein größeres Publikum zu erreichen. Und wir müssen ja auch sehen, viele Anfänger, die heute anfangen, die wissen ja gar nicht, was es da für einen historischen Streit gibt. Und die wollen davon auch nichts wissen. Und zu Recht wollen sie davon nichts wissen. Die wollen Bienen halten und am besten Biene, die wenig sticht. So, und so kann man jetzt ein Bild aus der Schweiz, dort gibt es ja einige Berufsimker auch. Und dieser hier arbeitet mit Deutsch normal und hat Styropor, sowohl die Sägeberger als auch Holzbeuten. Und der glückliche Mann hat drei Töchter, alle verheiratet, und zwei führen den Betrieb weiter. Und die Töchter waren also sehr, sehr kritisch gegen das, was ich da gesagt habe. Und der Vater hat gesagt, das probieren wir jetzt aus mit 100 Völkern. Und das Foto, das kam dann am Ende des Jahres. Und das ist halt das große Problem, dass wir alle so festgefahren sind in das, was in unserem Imkerverein gelehrt wird und was da üblich ist und so weiter und was in der Bienenzeitung steht, dass wir überhaupt nicht bereit sind, über den Tellerrand zu schauen. Und ich denke, das ist eine der größten Schwierigkeiten, warum sich der angepasste Brutraum immer noch nicht durchsetzt. Es ist zwar jetzt eine richtige Bewegung entstanden, würde ich mal sagen. Aber im Vergleich zu den 130.000 Imkern geht es langsam vorwärts. Und es geht so langsam vorwärts, weil jeder emotional festhält an dem, was er gelernt hat. Wenn wir was anderes von Anfang an lernen würden, dann würden wir am angepassten Brutraum emotional festhalten. Und ich frage mich die ganze Zeit, die ganzen Jahre schon, vielleicht könnt ihr mir ja helfen dabei, wie können wir bei der Diskussion und beim Zeigen einer Betriebsweise wegkommen von Emotionen hin zu Fakten. Schaut her, diese hier, die leben von der Imkerei, die haben mit den Völkern, mit denen sie es ausprobiert haben, 40 Kilo mehr Honig geerntet. Und das in der Schweiz, wo man nach Lehrmeinung sowieso nur 20, 25 Kilo ernten kann. Und das ist doch eigentlich das Level, auf das wir hin müssen. Auf die Fakten schauen. Nur auf die Fakten. Und die Fakten sprechen eine viel stärkere Sprache als diese ganzen Behauptungen. Zum Beispiel das hier ist doch ein Faktum. Ja, und das war zum Beispiel tatsächlich eines der ersten Aha-Momente, wo mir klar wurde, wie wichtig die Körpertemperatur für ein Bienenvolk ist. Natürlich hat ein Bienenvolk eine Körpertemperatur. Und umso schwieriger ist es für dieses Tier, die Körpertemperatur zu halten, als es keine Haut hat. Es bildet jeden Tag die Hülle neu in Abhängigkeit zur Außentemperatur, in Abhängigkeit darin, wie groß die Gebärmutter ist, wann wir uns im Jahr befinden. Und das fällt uns natürlich gar nicht auf im August, wenn die Kiste und die Honigräume voll sind mit Bienen, dass das Tier trotzdem eine Haut bildet. Aber es bildet eine transparente Haut. Die Haut hat so große Poren, es entweicht so viel Wärme und es ist so viel Austausch von Luftfeuchtigkeit, dass wir es nicht sehen können. Wir sehen es dann, wenn das Volk in der Traube sitzt im Winter und sich so eng zusammenzieht, wenn man da Wasser drüber gießt oder wenn sie sich als Traube nach dem Schwarm an den Ast hängt, dann perlt das Wasser ab. Da muss man schon richtig in die Traube mit Wasser reinspritzen,
dass die Traube von außen her dann nass wird. Und was macht sie? So schnell wie möglich trocknet sie sich. Und das sieht man bei jedem Schwarm, den man nass macht und einschlägt und stehen lässt. Nach wenigen Minuten schon sorgt das Tier dafür, dass das Wasser verdunstet ist. Und erfüllt das Tier durch die Art und Weise, wie es sich zusammenzieht, die Funktion einer Haut. Also das andere Foto, das ich jetzt auf dem anderen Bildschirmcomputer habe, das zeigt eine Zanderbeute von mir, wo der Blechdeckel runtergeflogen ist im Winter. Kein Stein drauf. Und nur der Holzdeckel schließt die Beute noch ab. Und es wurde im Februar gemacht. Und da liegt Schnee drauf. Und in der Mitte der Beute ist der Schnee weggeschmolzen. Und als ich das gesehen habe, habe ich erst verstanden, ne, wie viel Energie offensichtlich im Winter, im Frühjahr, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es aufgenommen wurde, aber wahrscheinlich erst nachdem die Brut schon da war, wie viel Energie nach oben geht. Und der Ersatz, die Traube wärmt nur sich selbst. Vielleicht für die Wintertraube, bevor Brut da ist, gilt, möchte ich da nicht in Frage stellen. Aber sobald Brut da ist, geht Wärme nach oben ab. Und die Wärme, die muss ja irgendwo herkommen. Die Wärme wird von den Bienen selber erzeugt. Sie verbrauchen eine Lebensenergie, sie verbrauchen Futter. Ich würde mal sagen, in der Gesamteinschätzung ist der Verbrauch an Lebensenergie wesentlich gravierender, wesentlich schlimmer als der Verbrauch von Futter. Weil ob da jetzt 3-4 Kilo mehr verbraucht werden, das ist ja kein, unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit nicht relevant. Aber wenn die Biene im Frühjahr 3 Wochen oder 4 Wochen länger lebt, wenn sie weniger Heizenergie im Januar und Februar und März verbraucht, das ist relevant für unsere Ernte. Das ist auch relevant für das erfolgreiche Auswintern. Und das war so zum Beispiel so ein Aspekt, der mich stutzig gemacht hat. Und dann sieht man natürlich solche Bilder hier, das habe ich jetzt irgendwo von Facebook, ein Volk, das überhaupt keinen Schutz hat von uns. Das ist ein Volk, das sich einen geeigneten Schutzraum gesucht hat. Und wenn es nichts findet, nimmt es auch sowas. Und wenn wir jetzt uns das vor Augen halten, dass dieses Brett ja hochgeklappt ist, das liegt ja normal, lag ja auf diesem Brett da drauf, auf diesem Sperrholzbrett, und nach oben hin eine unwahrscheinlich große Oberfläche, wo Energie verloren geht. Dieses Volk hat sicher keine Chance zu überwintern, weil es zu viel Energie verbraucht. Und so viel Honigenergie ist ja da gar nicht hier. Man sieht ja oben noch ein bisschen helles Wabenwerk, wo wahrscheinlich jetzt gerade vor kurzem erst noch Nektar eingelagert wurde, aber ist ja schon wieder weg, dieser Nektar. Also das ist eine dieser Sachen, die in den letzten 2 oder 3 Jahrzehnten völlig außer Acht gelassen wurden. Die Tatsache, dass Tier eine Körpertemperatur hat, eine Körpertemperatur braucht, um gesund die Brut ausbrüten zu können. Und jetzt hat die Frau, die Ingrid Vitali da aus der Schweiz, gerade eine Studie veröffentlicht, ja, heute oder gestern, also da gepostet, wo untersucht wurde, was passiert, wenn die Brutnesttemperatur auf 25 Grad sinkt. Wann macht sie das? Wenn die Bienen sich zusammenziehen und die äußere Brut nicht mehr wärmen. Und solche Studien brauchen wir. Wo dabei rauskommt natürlich, dass die Brut, also je nachdem, wie, bis auf wie viel Grad die abkühlt, sich eben entsprechend in der Entwicklung verzögert und ja bis 3-4 Tage länger brauchen kann, um sich zu entwickeln und entsprechend dann auch nicht mehr gesund ist. Also und dieser ganze Aspekt, dass wir letzten Endes beim Bienenvolk auch Vitalitätsfragen zu beachten haben, ist in dieser mechanistischen Betrachtung, wir hauen da ein Bienenvolk in eine Zarge rein, dann tun wir eine zweite Zarge drauf und dann noch eine dritte und eine vierte, am Ende sogar ohne Absperrgitter, völlig außer Acht geraten. Die Theorie oder die Meinung, die Mainstream-Meinung, das Bienenvolk sorgt für sich selbst, ist zwar richtig, wenn wir so ein Volk da nehmen, das hier sorgt für sich selbst und wird wahrscheinlich überleben. Wenn es nicht an der Varroa zugrunde geht, das da sorgt auch für sich selbst, wird aber nicht überleben, weil es nicht genug Futter hat. Und das wollen wir ja nicht. In dem Moment, wo wir das Bienenvolk von der Natur in unsere Pflege holen, in den Stall,
wollen wir, dass jedes Bienenvolk überlebt. Vorausgesetzt, es hat nicht so starke, große Mängel, gesundheitliche Mängel, dass es nichts taugt. Und wenn die Königin schuld dran ist, dass es sich nicht richtig entwickelt, dann muss man natürlich umweisen. Das ist ja ganz klar. Aber vom Grundsatz her sollte ja jedes Tier, das sich bei uns im Stall befindet, nicht nur überleben, sondern es sollte so überleben, dass es dann auch Milch abwirft. Und die Milch, die wir, die unsere Kühe produzieren, die heißt eben Honig. Und wenn eine Kuh keine Milch mehr gibt, weil sie falsch gehalten wird oder weil sie zu alt wird, dann wird sie geschlachtet. So ist es nun mal bei Nutztieren. Wenn wir diese Dinge berücksichtigen, dann kann nur das dabei rauskommen. Nämlich die Kugel, wo wir jetzt ein international standardisiertes Werkzeug haben. Das könnte ja auch anders sein. Das könnte ein bisschen höher sein, das könnte ein bisschen flacher sein, ein bisschen länger und ein bisschen schmaler. Das spielt ja alles gar keine Rolle. Und das kann auch anders heißen als Zadant. Das könnte theoretisch auch Zadant heißen oder deutsch normal anderthalb. Da funktioniert es ja auch mit den bekannten Problemen, wenn der B-Space nicht stimmt und wenn jeder da ein bisschen andere Maße hat, was wir übrigens bei Zadant modifiziert auch haben. Es ist ja keineswegs so, dass die Zadant-Beute komplett durchstandardisiert ist. Leider haben wir die Hersteller da gesündigt in den letzten Jahrzehnten. Also, und das ist doch der eigentliche Aspekt, der uns bei der Bienenhaltung interessiert. Wie sorge ich dafür, dass das Bienenvolk Vitalität hat, dass die Bienen möglichst langlebig sind, dass sie auch in Krisenphasen, wenn es kalt wird, so wie jetzt, jetzt war es ja warm, da vor 2 Wochen, da war es ja fast Frühling, und dann wurde es natürlich wieder kalt. Ja, und teilweise fällt jetzt ja sogar auch wieder Schnee. Je nachdem, auf welcher Höhe. Also wie kann das Bienenvolk einen solchen Rückschlag überstehen, ohne dass die Brut auskühlt? Und wenn man nicht weiß, dass die Qualität der Brutpflege ausschlaggebend ist für die Bienengesundheit, dann stellt man diese Frage gar nicht. Und wir müssen ja diese Frage wieder stellen. Und deswegen fange ich an, das Bienenvolk zu schieden, im Gegensatz zu Hans Bär, bereits im Herbst. Wenn auch im Herbst der Energieverlust nur gering ist und es eigentlich nicht relevant ist, dann möchte ich doch im Februar nicht am Bienenvolk oder auch Anfang März, je nachdem, wie die Wettersituation ist. Es ist ja keineswegs immer so, dass es Mitte März, so wie es Hans Bär propagiert hat, gutes Wetter ist. Das ist ja auch nur eine Orientierungsgröße für Anfänger. Ich möchte nicht in die Jahreszeit am Bienenvolk rummachen, sondern ich mache das im Herbst. Am besten gleichzeitig mit der Winterbehandlung. Denn zur Winterbehandlung muss ich ja sowieso hin. Und wenn das Volk eng sitzt, dann sehe ich auch, wie viel Waben es benötigt und setze dann das Sheet links und rechts an die Traube. Dabei muss ich natürlich darauf achten, dass genug Futter drin ist. Mich hat jetzt da eine E-Mail aus dem Bayerischen Wald erreicht, wo irgendwelchen Leuten, die das zum ersten Mal jetzt gemacht haben, die Bienenvölker verhungert sind. Ich müsse ja meine Lehrmeinung ändern. Da habe ich gesagt, ja, dann schickt mir doch mal bitte ein Foto, um zu sehen, was jetzt genau dazu geführt hat. Sowas kriege ich dann nicht. Aber solche Videos, die ich da gepostet habe von Damien Merritt und Marc Guillemin, diesen beiden Franzosen, die ja am Weimarer Bienensymposium gesprochen haben, und die Schiede verwenden, die komplett abschließen. Also kein B-Space vorne, keiner hinten und keiner oben. Oben wird stattdessen die Folie direkt draufgelegt, sodass der Brutraum abgeschlossen ist wie bei einem Kochtopf. Wie bei einem Kochtopf. Es darf an keiner Stelle oben Wärme entweichen. Was passiert, wenn ich das so mache? Der Brutraum füllt sich mit Wärme von oben nach unten. Und irgendwann ist der ganze Brutraum warm, weil es kann ja oben nichts weg. Und mit den Folien entweicht auch kaum Wärme. Vorne und hinten an der Holzbeute entweicht Wärme, aber relativ wenig. Das heißt, entsteht eine Wärmesäule und irgendwann ist die Wärme so weit unten, dass sie ums Sheet rum, links und rechts, entweicht. Und dann ist dieser Moment gekommen, wo die Bienen das Sheet unten überwinden können. Und dann links oder rechts zur nächsten Futterwaage. So, wohlgemerkt, das funktioniert nur, wenn oben tatsächlich
hermetisch abgeschlossen wird. Wenn jetzt aber Leute solche Schiede nehmen, und auch wenn es Thermoschiede sind, die komplett abschließen ohne B-Space, aber oben entweicht die Wärme, weil sie keine Folie drauf haben, dann wird dieser Fall nicht eintreten. Und dann kann es natürlich passieren, dass das Bienenvolk verhungert, weil es nicht ans Futter rankommt. Und solche Probleme, die treten natürlich auf, wenn man Alternativen publiziert. Und das habe ich mindestens 50 Mal letztes Jahr gesagt, nicht für Anfänger geeignet. Und wer praktiziert? Anfänger, die im zweiten oder dritten Jahr eben kommen oder das erste Mal angepassten Brutraum überhaupt machen. Also, hier haben wir jetzt die Traube, keine Brut mehr oder fast keine Brut mehr. Und Moment, jetzt nochmal zurück, bin ich zu schnell weiter. Und schaut her, links und rechts ist ja sowieso nichts mehr drauf. Da muss man sich die Frage stellen, brauche ich überhaupt 12 Waben beim Einwintern? Oder würden nicht nur 8 Waben genügen? Und ich sage euch, bei uns in unserem Breitengraden genügen 8 Waben, es würden sogar 7 Waben genügen. Das Problem ist, wir haben im Juli und August so viele Bienen in der Kiste, dass, wenn ich nur 7 oder 8 Waben gebe, unter Umständen Wildbau hinterm Schied entsteht. Deswegen würde ich da auffüllen auf 10 Waben, wenn es die Bienenmasse hergibt, damit da kein Wildbau entsteht. Wenn aber totale Brutentnahme gemacht wird, dann geht die Bienenmasse so schnell zurück, dass ich gar nicht nochmal 10 Waben reinhängen würde, sondern maximal 9. Am besten wäre, man hängt nur so viel rein, wie man nächstes Frühjahr braucht. Aber das ist ein bisschen zu knapp. Also 5 oder 6 Waben einwintern in unserem Breitengraden halte ich für zu knapp. Ich sage jetzt mal südlich von Rom oder Spanien, Südfrankreich, da kann man ohne weiteres auf 6 Waben da dann überwintern und vor allem in der Styroporbeute. Und vor allem, wenn man einen Fütterer drauf hat oder hinten mal eben 2-3 Liter reingibt, dann ist das gar kein Problem. Also bei uns würde ich das, sage ich das deshalb nicht, weil die Anfänger dann meinen, sie müssen das gleich ausprobieren und dann verhungern die Völker am 20. März, kurz bevor Tracht reinkommt, weil man will ja dann, man hörte dann nur die Hälfte der Sätze. So sieht es dann aus. Problem natürlich, hier links und rechts, wenn es kalt ist, sitzen da vielleicht 50 bis 100 Bienen in den Waben drin. Nicht schön, wenn es kalt ist, wenn man es also wirklich bei 0 Grad oder weniger macht, dann werden die Bienen auch nicht drüber gehen, dann verklammern die. Da muss man gucken, dass man sie entweder mit dem Besen abfegt, direkt da oben rauf. Wenn es zu viele sind, dann hänge ich da so eine Futterwabe schon auch noch dazu. Dann habe ich halt da 4 Waben drin statt 3. Wenn ich das im Oktober mache und es ist noch warm genug, dann interessiert mich das überhaupt nicht, ob da Bienen sitzen. Dann kommen die hinter das Schied und im Laufe der nächsten Viertelstunden, spätestens bis zum Abend, laufen die dann rüber in den Brutnestbereich, wo sich die Königin aufhält. Also da muss man halt den richtigen Weg finden. Wenn ich das im Oktober mache, dann kann ich die Winterbehandlung noch nicht machen. Häufel ist ja sowieso dagegen, aber Häufel nimmt auch Amitraz. Und solange Amitraz gut wirkt, ist es ein Mittel, also das ist jetzt vielleicht ein Blick schon in Richtung Bienenpolitik, ist es ein Mittel, also mir wäre lieber, die Anfänger, die mit allem überfordert sind, aber auch Fortgeschrittene sind ja, wir, also ich habe auch schon viele Bienen verloren, gell? So ist nicht. Mir wäre es lieber, man hängt Amitraz rein und verliert 50.000 Bienenvölker weniger in Deutschland, als dass man hier jetzt unbedingt da mit Oxalsäure arbeiten muss und dann auch noch träufeln und bedampfen dürfen wir nicht und so weiter. Und dann wird doch bedampft und dann wird es falsch gemacht und dann wird rumgedruckst in den Imkervereinen und doch nicht richtig erklärt, wie es funktioniert. Und die Folge ist, dass die Bienen viel zu viel Völker an der Varroa eingehen. Also wenn man natürlich im Sommer bis in den September hin Amitraz drin hat und auch einen Großteil der Reinvasion wegputzt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Winterbehandlung nicht notwendig ist, so wie es Häufel propagiert. Wenn man das nicht macht und man Reinvasion hat, man hat ja auch selbst bei der totalen Brutentnahme nachher 6 Wochen später noch eine relativ hohe Milbenbelastung wieder, dann ist das mit Sicherheit nicht für jedes Bienenvolk gut.
Und da kann es dann sein, dass es Völker gibt, die zu hohe Belastung haben. Wenn man natürlich jetzt im Oktober schon eine Winterbehandlung macht, man könnte ja auch die Brut aufkratzen. Wenn man jetzt gerade mal nur ein Handteller große verdeckelte Brut hat, so wie ich das dieses Jahr in Salzburg gesehen habe und ja dann auch Filmaufnahme gemacht habe, dann kann man ja die aufkratzen, die Brut wird ausgeräumt und die Oxalsäure wirkt ja 4 bis 5 Tage im Volk, sodass dann Brut, die ausgeräumt wird und Milben, die dann da auch ausgeräumt werden, auch weitgehend erledigt sind. Also für mich ist das keine befriedigende Lösung, weder das eine noch das andere. Ich mache halt an unterschiedlichen Plätzen unterschiedliche Maßnahmen, abhängig davon, wann ich an dem Platz bin und wann ich wieder hinkomme. Also ich habe jetzt einen Platz weiter weg und da war ein Bauer, der immer ein bisschen interessiert ist und dem habe ich gesagt, hör zu, du machst jetzt hier Oxalsäure-Träufe-Behandlung 8-mal im Juli und August. Und im September hat er die letzte gemacht. Und er hat es tatsächlich so gemacht, wie ich es ihm gesagt habe. Du hörst erst auf, wenn alle diese Flaschen Varomet, die ich dir da hingestellt habe, wenn die leer sind. Und diese Völker haben keine weitere Behandlung benötigt. Nichts. Einwandfrei überwintert. Und an anderen Plätzen, wo ich so einen Mann nicht hatte, der rechtzeitig eingreifen konnte, da habe ich dann alles Mögliche ausprobiert, Langzeitmittel reingehangen. Ich habe dieses Jahr auch bei einer Gruppe Völker Amitraz erstmals reingehängt, weil ich keine eigene Erfahrung damit habe. Und das hat dann funktioniert, das hat ausgereicht, aber Thymol hat nicht ausgereicht. Also damit will ich einfach sagen, ein Rezept gibt es nicht. Das sage ich jetzt euch als Fortgeschrittenen. Davon gehe ich aus, dass ihr Fortgeschrittene seid. Es gibt nicht ein Rezept, sondern es muss die Kombination zwischen der Häufigkeit, wann komme ich, was für Mittel will ich verwenden, was für Mittel darf ich verwenden, die muss richtig im richtigen Verhältnis abgewogen werden, damit es funktioniert. Und man kann auch Minimalversionen nehmen, wenn man, da muss man aber eine gewisse paar Jahre Erfahrung haben, um abschätzen zu können, was eben ausreicht. So. Dann haben wir das Frühjahr und ich gehe eben so weit zu sagen, und da hat mich letzten Endes Ninos Kaki darin bestätigt. Nino ist ja auch ein Schüler von Hans Bär und der betreut 4000 Völker im Piemont. Und den haben wir öfter schon besucht. Und zuletzt war ich alleine dort und habe dann nochmal diskutiert und gesagt, komm, jetzt zeige mal, wie du es wirklich machst und so weiter. Weil der war da die letzten Jahre auch. Wenn ich mit Gruppen dort war, jetzt nicht so gesprächig. Und dann hat er mir das gezeigt. Ich habe ihm gesagt, ja, ich unterrichte, 80% der Waben müssen bebrütet sein und dann wird erweitert. Hat er nur gegrinst, gell? Sein Schwiegersohn hat mich mit mir unterhalten, der kann Englisch, hat er nur gegrinst, hat gesagt, ja, das unterrichte es ruhig so, sonst haben die Leute noch mehr Honig. Und er sagt also, er lässt tatsächlich die Waben zu 100% bebrüten, durchbrüten. Und er kommt lieber im Moment zu spät als zu früh mit dem Erweitern. Und wenn ich mir das über die Jahre anschaue, wo ich jetzt auch von 8 auf 7, auf 6, auf 5 und zum Teil auf 4 runtergegangen bin, muss ich sagen, ja, je länger wir es eng lassen in der schwierigen Jahreszeit jetzt, im März, im Februar und März, umso besser wird die Brut gepflegt, gehalten. Umso langsamer ist das Wachstum. Ich kann eigentlich da sogar fast ein lineares Wachstum herstellen und vom exponentiellen Wachstum wegkomme, indem ich einfach den Platz nicht gebe. Und umso langlebiger werden die Bienen. Und in der Folge umso weniger Schwarmtrieb habe ich. Und wenn du 4000 Völker hast, dann ist das ein wesentlicher Faktor, ob 400 Völker abschwärmen oder 1000 Völker. Das ist ein wesentlicher Faktor. Und das traue ich mich aber öffentlich nicht sagen, weil sonst kommen wieder Imker, die ihre Völker verhungern lassen. Man muss natürlich im Auge haben, wenn ich hier tatsächlich Brut drin habe und die Bienenmasse aber aus irgendeinem Grund nicht ausreicht, über das Schied zu gehen, auch wenn es kalt wird, dann muss ich in Gottes Namen eine fette Futterwabe reinhängen, auch wenn es mir eigentlich zu früh ist. Wenn das aber die Bienenmasse schon so war, bevor ein Kälteeinbruch kommt,
sich schon so gut entwickelt hat, dass die da sowieso nicht mehr reinpassen, dann brauche ich da auch kein Futter reinhängen, weil dann haben die überhaupt kein Problem, am Sheet vorne, da wo der B-Space ist, rüber zu gehen und das Futter zu holen, und dann sitzen sie auch auf der Futterwaage. So, und solche, das richtig zu beurteilen, ist nicht so einfach. Deswegen sage ich 80% Futter und dann muss erweitert werden. Und das sieht dann so aus, und dann erweite ich immer um eine Wabe und nicht um zwei, weil wozu um zwei erweitern? Ich brauche den Platz gar nicht. Wenn ich könnte, würde ich damit halben Waben erweitern. Aber man sollte jetzt auch nicht übertreiben. So, und dann werden es immer mehr Bienen. Die Bienen überschreiten die Schiede immer mehr. Und dann bin ich jetzt an dem Punkt, da habe ich vier Waben, dann kommt die fünfte Wabe. Und nach der fünften Wabe mache ich Schluss. Und dann gibt es natürlich die Diskussion hier mit Drohnenwabe. Habe ich jetzt da ein Bild drin mit? Ja, genau. Das ist auch eine Debatte, die ich überhaupt nicht mehr führen möchte. Und wenn ich mich dann äußern muss, dann sage ich, wäre es nicht sinnvoller, bei zehn Völkern die drei Völker, die man die besten hält, da die Drohnen schlüpfen zu lassen und bei den sieben anderen die Drohnen rauszunehmen, damit wir die Drohnen rumfliegen haben von Völkern, wo wir gerne eine Begattung wünschen, statt alle Drohnen rauszunehmen, weil es die meisten machen ja doch Standbegattung, und wenn dann alle Drohnen rausgenommen werden, wer nimmt denn keine Drohnen raus? Die faulen Imker und die Anfänger, die gehört haben, das ist naturnäher, wenn man die Drohne drin lässt, und die da irgendwelche halt Anfängervölker haben. Ja? Und diese Drohne fliege dann rum. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Wenn wir unseren im Imkerverein und überall unterrichten, nehmen die Drohnen raus, fliegen viel weniger Drohnen rum in der Standbegattung. Die wenigsten gehen ja auf die Belegstelle. Also das sollten wir unbedingt überdenken. Und da sollten wir wegkommen von dieser Empfehlung, weil das verschlechtert die Lage insgesamt. Und was hat es denn gebracht? Was hat es gebracht, das Drohnen rausschneiden? Wir müssen genauso behandeln, wir müssen genauso oft behandeln, wir müssen die gleichen Tricks anwenden. Und stattdessen haben wir hier Drohnen entnommen, einem Volk. Was macht das Volk, wenn du einen leeren Rahmen wieder reinhängst? Es macht sofort wieder Drohnen. Macht sofort wieder Drohnen. Das überlegt sich nicht, soll man wieder Drohnen machen. Das macht sofort wieder Drohnen. Und das ist doch ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir da einen Eingriff machen, der insgesamt nicht günstig ist. Genau. Das Thema, das dürfte euch ja allen klar sein. Das hat Bär ja zur Genüge diskutiert mit den 42.000 Zellen bei 2.000 Eiern. Und so setze ich dann das Thermosheet. Das ist jetzt ein Foto in Frankreich gemacht bei Damien Merit. Das kann man jetzt Gott sei Dank nicht genau erkennen, dass diese Schiede komplett abfließen. Wichtig ist mir zu zeigen, dass links und rechts besser wärmegedämmte Schiede da sind und unten und oben, da liegt hier die Folie rechts, die legt er oben drauf, und ihr seht, da ist ein bisschen krumm geschnitten. Da hat er dann auch so ein Loch drin, wo er von oben im Frühjahr dann auch Futterteig drauflegt oder sogar flüssig füttert. Also, und so sieht das bei uns aus. Das ist jetzt ein Zandervolk. Da habe ich noch, ist in der Anfangsphase meines Schiedens, da habe ich mich ja auch nicht richtig getraut. Ich bin ja erst von zwei Zargen Zander auf eine Zarge runter und habe dann da, bin immer noch weiter, noch enger gegangen, und schaut mal her, dieses Volk, das hätte eigentlich, da hätten eigentlich in dem Zustand fünf Waben genügt. Und ich habe sieben gegeben und fand das schon mutig. Ja, aber wenn man halt nicht versteht, dass ein enger Platz den Bienen keine Beengung bringt, sondern einen verbesserten Gesundheitshaushalt. Wenn man diesen Gedanken nicht haben kann, dann hat man Skrupel, einen Brutraum eng zu führen. Dann haben wir ja nachher im Mai und Juni haben wir da ja 30.000, 40.000 Bienen drin, die passen ja gar nicht in den Brutraum rein. Jetzt habe ich gestern Abend eine E-Mail bekommen von einem, der seit 4 Jahren imkert und bei mir da wöchentlich zuhört. Und die hatten da letzte Woche auch so ein Vereinsmeeting, so wie wir es da heute jetzt machen da. Und er hat mir völlig frustriert geschrieben, da ging es nur darum, wann setzt man jetzt die zweite Zarge auf? Und da, die einen setzen sie auf, die anderen setzen sie unter. Und er als Anfänger hat sich dann nicht richtig getraut, was zu sagen. Er hat nur gemeint, ja, er macht es jetzt auf einer Zarge, so wie er es beim Winter gehört hat. Und dann sind sie alle über ihn hergefallen. Über ihn hergefallen sind sie. Ja.
da passe die Biene doch nicht rein und die schwärmen alle ab. Und alles das, was natürlich nicht vorkommt, weil man das gar nicht ausprobiert, aber natürlich muss da Raum drauf gegeben werden für die Bienen. Wenn wir da unter keinen Raum für die Bienen drauf geben, dann ist ja klar, dass das Volk die Wahrnehmung hat, jetzt können wir uns nicht weiterentwickeln. Also müssen wir abschwärmen, jedenfalls im Mai und im Juni noch. Und ab Ende Juni hört er dann das auch auf. Da tut dann das Bienenvolk sich damit abfinden, dass im Moment halt nicht alle Individuen reinpassen. Also solche Sachen hatte ich alle auch, Leute. Ich hatte jedes Frühjahr hunderte von solchen Waben. Und ich kann es, oder guck doch mal hier beim Hoffmann Seitental, ich kann es eigentlich nicht mehr richtig begreifen. Das wurde so oft jetzt gezeigt. Da Hoffmann Seitental, alle. Guck doch mal, das sind zwei österreichische Rähmchen, also mit schmalem Oberträger. Und das ist der Langstrot-Oberträger. Und guckt her, sofort haben wir hier, und hier sieht man es nicht, weil so wie Bienen drauf sitzen, Überbauung. Leute, das ist doch alles publiziert. Oft genug. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, ich begreife es nicht. Ich begreife es nicht. Du musst doch nur die Wirklichkeit anschauen. Also und so sieht es dann aus, wenn es voll ist. Und da kann man jetzt, schaut her, da ist die Wabe 1 an der kalten Außenwand. Die wird kaum Brut haben oder wenig Brut. Weg von der Außenwand. Bär sagt ja, wenn die äußere Wabe kalt ist, dann wird dort der Pollen abgelagert und der Brutraum bleibt pollenfrei. Der erste Teil des Satzes stimmt. Da wird der Pollen abgelagert. Die Biene isoliert praktisch mit Pollen sich selber gegen die kalte Außenwand. Aber der Satz 2, den kann ich so nicht stehen lassen, weil es wird immer Pollen in der Mitte abgelagert, wenn gar kein Platz mehr ist. Oder Pollen auch im Honigraum. Das hängt sehr stark von der Königin ab. Manche machen das nicht. Und so mache ich es heute, weg von der kalten Außenwand. Links und rechts ein Schied, das waren jetzt noch meine Holzschiede. Die habe ich dann am Anfang mit der Folie betackert und später dann umgewechselt zu Thermoschieden. Aber wichtig ist mir, weg von der Außenwand, da kann Luft zirkulieren, da entsteht kein Schimmel auf die Art und Weise. Und wenn dann nachher so viele Bienen drin sind, dass nicht alle Bienen benötigt werden, dass also immer ein Teil auch ruht, dann hängen die sich tatsächlich als Absperrgitter links und rechts und ziehen sich aus dem Aktivbereich raus. Das ist eine große Erkenntnis eigentlich von Bär. Ja, da sieht man sogar schon ein bisschen das Absperrgitter drauf. Das habe ich jetzt weggenommen und diese Bienen, die hingen da am Absperrgitter. Und so kann man von links und rechts arbeiten oder nur von links oder nur von rechts. Ich mache es mittlerweile so, dass das Volk immer wieder von links nach rechts wandert. Also ich schaue ja eigentlich fast nicht mehr rein. Aber wenn ich reinschaue, vor allem im Frühjahr, dann nehme ich jetzt das Sheet auf der einen Seite weg, hänge es da 8 cm weiter weg an die Stelle, wo ich das Volk lassen will. Und dann kommt Wabe 1 weg, Kontrolle, gleich ans Sheet. Wabe 2 weg, Kontrolle, gleich ans Sheet. Wabe 3 weg, Kontrolle, gleich ans Sheet. So, und entweder bin ich dann, also wenn ich mehr Waben in der Hand hatte, als noch drin hängen, dann tue ich die restlichen Waben auch in die Hand nehmen und hänge sie rüber, gleich mit einem Handgriff an die richtige Stelle. Wenn aber da noch mehr Waben sind, die ich gar nicht ankontrolliere, dann hänge ich die Waben wieder zurück. In jedem Fall nehme ich die Waben, wenn ich alle in der Hand habe, nur einmal in die Hand. Und wenn ich sie wieder zurückhänge, nehme ich sie nur zweimal in die Hand. Ich kann sie auch gemeinsam dann in der Portion zurückschieben. Nicht zweimal grundsätzlich oder dreimal. Ich weiß nicht, was das soll. Diese Hin- und Herschieberei wieder an den alten Platz, das ist nicht notwendig. Ich lasse das Volk am neuen Platz und nächstes Mal geht es dann von links nach rechts. Und wenn ich das Volk erweitere, dann spielt es keine Rolle, ob ich das links oder rechts erweitere. Nach meiner Beobachtung ist das nicht relevant. So, und da zeige ich das. Da habe ich jetzt die Schiede rot angemalt, damit man sie zu Leerzwecken besser erkennt. Da habe ich jetzt praktisch, das Volk saß links. Und da habe ich jetzt angefangen, das Volk Wabe für Wabe nach rechts zu setzen. Und da wird dann die fünfte Wabe eben links dazugegeben. Also, das war jetzt im Grunde im Wesentlichen das, was ich hier als Input bringen wollte. Und schaut her, das habe ich in Donaueschingen fotografiert. Irgendein Hersteller,
der mittlerweile auch so Thermoschiede macht. Also fängt auch an, sich durchzusetzen. Wenn sie jetzt das noch durchsetzt, der Langstrom-Oberträger mit richtigem B-Space, keine Verbauung. Ja, also schaut doch das mal an. Das habe ich bei einer Datan-Blattbeute fotografiert. Die Rähmchen sind von Wagner und die Beute, die habe ich von einem Schweizer Imker übernommen, der von 12 auf 10 umgestellt hat, weil er dort sonst, weil er mit seinen 3,5 Tonnen Anhänger fahren will. Und sonst muss er nämlich als LKW fahren, dann darf er aber nachts nicht fahren und dann und im Kreis nicht Landwirtschaft, dann kriegt er keine Ausnahmegenehmigung. Also aus solchen Gründen hat er die weg. Habe ich gesagt, gib her, nehme ich da dein Blatt und das ist dabei rausgekommen. Nichts abgekratzt, überhaupt gar nichts. Da sind wir, da könnten wir sein, wenn der B-Space überall stimmt. So, was passiert, wenn die Völker schwach sind? Dann mache ich sie eng, dann löse ich sie nicht auf. Das wisst ihr ja alles daher. Das ist jetzt Erfolg auf Zander mittelmäßig entwickelt. Da setze ich natürlich noch nicht auf, sondern da erweitere ich also auf 6 Waben. Zander ist möglich. Das hat ja jetzt auch der österreichische Kollege da in dem Video, das ich gemacht habe und das ihr auf der Webseite sehen könnt, bei mir entwickelt. Der überarbeitet überhaupt nur, Norbert Truppe überarbeitet überhaupt nur auf 6 Waben Zander. Und der tut jedes Jahr 2 Waben rausnehmen. Die ältesten 2 kommen raus und dann kommen 2 Mittelwände rein. Und das Futter, die Futterreserve hat er, indem er eine schmale Futtersarge beim Auffüttern oben drauf setzt und beim Auswintern im März unten hinsetzt. Und die nimmt er dann später wieder weg. Und so holt das Futter, das Volk, das auf 6 Waben Zander sitzt, das Futter aus der untergesetzten Futterzarge und das Umtragen von unten nach oben hat nach seiner Beobachtung eine höhere Reizwirkung als das Umtragen von der Seite in die Mitte. Das war seine Aussage. Kann ich nicht verifizieren. Ich habe den Unterschied nicht. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber der hat 1500 Völker. Der weiß schon, was er macht. Ja? Also, und dann nächster Schritt: oben schauen, dass die Wärme nicht abgeht. Und da habe ich dann angefangen, solche Folien da drauf zu legen. Heute sage ich, ja gut, die Folie kann man auch ganz drauf legen. Man kann natürlich auch vorne ein bisschen frei lassen, dass Bienen wechseln können. Enorm wichtig in meinen Augen, weil ich habe da angefangen, Völker abzudichten oben und andere daneben nicht abgedichtet. Und Völker, wo ihr dafür sorgt, dass die Luftsäule zwischen den Waben relativ stabil ist, entwickeln sich noch besser. Kann auch gar nicht anders sein, weil jeder Luftzug führt ja die sterile Luft weg und muss neu sterilisiert werden. Und das ist ungefähr so, wie wenn man offenen Boden hat. Da kommt auch ständig kalte Luft von unten und das Bienenvolk muss dagegen schaffen. Genau. Also, und dann solche Waben da, die kennt ihr ja alle, wenn ihr mit dem angepassten Brutraum arbeitet. Wenn man das nicht macht, dann kriegt man erstmal einen Schock, wenn man solche Waben sieht. Aber heute will ich nichts anderes mehr sehen. Die Wabe, die ich da ganz am Anfang gezeigt habe und wo ich dann kommentarlos drüber weg bin, so eine schöne hellgelbe Wabe, wo oben alles mit Futter war und unten halb voll mit frischer Brut, das hat mir früher gefallen. Aber heute will ich sowas nicht mehr haben. Ganz klar, das ist im Januar, Februar und im März noch der Fall, aber spätestens jetzt Ende März oder Mitte April müssen die Waben alle so sein. Und so müssen sie anfangen, nicht gestört durch Pollengrenze, weil da, wo Pollengrenze sind, entwickeln sie sich nicht gut. Und das ist dann der Moment vorm Aufsetzen. Da war jetzt hier eine Mittelwand dahinter gehangen, aber da können wir natürlich auch eine Futterwabe hin, eine oder zwei. Und jetzt gibt es Kollegen, die wandeln das auch ab. Die haben hinter dem Sheet ganzjährig Waben drin hängen. Mittelwände. Mittelwände. Vielleicht eine Futterwabe, weil sie sagen, es gibt doch ab und zu mal Wildbau hinterm Sheet. Und wenn man da Mittelwände drin hat, dann kann die Königin schon auch mal das Sheet überwinden. Es gibt keine Sauerei. Und die geht dann wieder zurück. Klar, wenn da nur Mittelwände hängen. Die Königin will ja gar nicht auf Mittelwände gehen, die will auf braune Waben gehen. So kann man den Überschuss, den Energieüberschuss im Mai auffangen, ohne eine Sauerei hinterm Sheet zu haben. Und die Königin geht dann wieder rüber. Ich habe das jetzt noch nicht so gemacht, aber ich habe einige
Profi-Imker getroffen, die das so machen. Und ja, also wenn der Sheet nicht hundertprozentig richtig konstruiert ist und wenn ich unter Umständen damit rechnen muss, beim Aufsetzen zu spät zu kommen, weil mein Betrieb zu groß ist oder weil ich berufstätig bin, dann wäre das vielleicht sogar eine akzeptable Option. Der Ruheraum wird kleiner. Vielleicht genügt es ja auch, wenn man hinter dem Sheet, dem eigentlichen Sheet, zwei oder drei Waben hängt und dann ein drittes Sheet nimmt, dass der Überlauf groß genug ist, Überschussenergie aufzunehmen. Weil den ganzen Hohlraum da wieder voll zu machen, das gefällt mir gar nicht. Da kann ich nicht gescheit arbeiten drin. Und vor allem habe ich weniger Luftzirkulation. Und die Bienen können sich nirgends aufhängen. Was passiert denn, wenn die Bienen sich nirgends aufhängen können? Wann hängen die sich denn auf? Die hängen sich auf, wenn sie sich zurückziehen aus dem Bereich, in dem gearbeitet wird, wenn sie ruhen. Und wenn sie diesen Rückzugsraum nicht haben, dann ruhen die auf den Waben selber und auch unten hängen unten durch. Aber da sind sie ein bisschen im Weg. Wenn Bienen reinkommen, müssen sie sich ja da durchquetschen. Und deswegen scheint mir diese Struktur, dass die Bienen, die sich aus dem Arbeitsleben zurückziehen, weil sie sich ein paar Stunden ausruhen oder auch nur ein paar Minuten und dann nachher in den Ruheraum zurückziehen und an das Absperrgitter hängen, das scheint mir eigentlich das eine der genialsten Innovationen oder Beobachtungen, die uns Hans Bär hinterlassen hat. Und deswegen bin ich da noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich das groß, also systematisch ausprobiert habe, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, das nächste dieses Jahr mal auszuprobieren. Also so sieht es dann aus, bevor das Bienenvolk aufgesetzt wird. Kein Problem, Schiede zu überwinden. Und das wäre mein Mantra, dass ich immer wieder sage, im Winter wird der Brutraum auf die Bienenmasse angepasst. Im Frühjahr und Sommer wird der Brutraum auf die Brutmasse angepasst. Und wahrscheinlich werde ich in 2-3 Jahren erweitern, indem ich sage, im Herbst wird der Brutraum zwar auch auf Brut angepasst, aber ich will ja, dass nach und nach Futtergrenze entstehen. Deshalb werde ich dann auf den Brutraum plus eine Wabe links und rechts Futter anpassen. Und alles Futter, das zusätzlich reinkommt, wird dann gleich auf die Waben, die hinterm Sheet hängen, eingetragen. Da muss ich nämlich später gar nicht schieben. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Das habe ich jetzt ausprobiert, 2 Jahre lang. Das ist mir aber noch nicht lang genug, um das zu propagieren. Nur eins ist auch klar. Jede Wabe, die ich reinhänge und die eigentlich zu viel ist, die muss ich nachher wieder rausnehmen. Das geht bei 20 Völker, aber wenn ihr mal denkt, ihr hättet 200 oder gar 2000 Völker, dann ist das völlig unsinnig. Und die Kollegen, die so viele Völker haben, die imkern ja auch erfolgreich. Also wir müssen da schauen, wie die es machen und prüfen, wie viel Qualitätsverlust das bringt, wenn wir weniger eng schieden und dann den goldenen Mittelweg gehen, der von der Bestandsgröße abhängt und davon, wie viel Zeit ihr in euren Betrieb investieren könnt. So, dann stehe ich jetzt zur Verfügung, die Dinge zu diskutieren. Jürgen, vielen Dank erst noch bis dahin. Hier ist eine Frage aufgetaucht. Ein Bioland-Imker fragt, ob es eine Alternative zum Piep-Thermosheet gibt. Ja, bis jetzt nicht, aber ich arbeite dran. Ich habe auch schon das Material, aber jetzt muss ich erstmal ausprobieren, ob das im Bienenvolk auch funktioniert und taugt. Das ist ein vollständig biologisch abbaubares Material aus Zellstoff oder sowas Ähnlichem. Und entwickle ich jetzt. Und wenn wir das haben, dann können wir weg von diesem scheiß Plastik und diesem Styropor. Hallo. Und zwar habe ich mir diesen Vortrag auch vom Marc Gilmain angeguckt, und der hat unter anderem darauf hingewiesen, dass es in den Beuten ja so zieht, weil das Flugloch so groß ist und dass es ja im Prinzip schon mal gute Ideen gab, vom Gerstung zum Beispiel mit einem Flugloch, was so eine Art Windfang hatte. Jetzt ist meine Frage, also diesbezüglich sozusagen, gibt es da jetzt schon irgendwelche Ideen oder Entwicklungen dazu, da vielleicht auch ein bisschen weniger Luftzug über die Fluglöcher und offenen Böden reinzukriegen in die Völker, abgesehen von dem Wärmebrett? Und die nächste Frage ist noch,
Also ich versuche das oder bin da auch schon seit ein paar Jahren dran, das zu probieren mit dem angepassten Brutraum in meiner Bio-Imkerei ohne diese Piepschiete, was natürlich dann irgendwie ein bisschen reduzierter ist sozusagen vom Effekt her. Was mich allerdings daran stört bislang, ist, dass ich im Frühjahr das Gefühl habe, um sehr viel im Volk rumzurühren, um zu gucken, ob das jetzt schon erweitert werden soll oder nicht. Also da ist mir das manchmal ein bisschen zu eng, wenn ich auf diese Brutmasse schiede, da regelmäßig hinterher zu sein, das erweitern zu können sozusagen. Das würde sich ein bisschen dadurch erübrigen, dass man sagt, man kann ruhig das ein bisschen länger lassen und wenn die Königin schon drüber rausgeht, dann ist es Zeit, dann auch das Ski drüber zu setzen. Das würde das vielleicht ein bisschen lösen, die Frage. Ansonsten habe ich aber das Gefühl, immer im Frühjahr, zu der Zeit, wo eigentlich viel Entwicklung stattfinden soll, wo wenig Störung erforderlich oder zweckmäßig wäre, dass ich zu dem Zeitpunkt immer viel drin rumrühre. Nee. Also nicht viel dran rumrühren. Das, was du da gerade geschildert hast, das ist ja völlig richtig. Wenn die Königin übers Schied geht, dann hat ja der Platz nicht gereicht, dann ist sie übers Schied gegangen. Und das macht sie nur dann, wenn das Volk in der Lage ist, selbst das Hindernis, das ein Schied und ein isoliertes Schied ist ja noch ein viel größeres Hindernis, was die Wärme angeht, zu überwinden und dann trotzdem Aufzuchtbedingungen für die Brut zu haben, die in Ordnung sind. Natürlich ist jetzt nicht toll, aber das ist eigentlich kein Weltuntergang. Dann zeigt dir das nächste Mal, wenn deinen 10 Völkern sind bei 3 die Königin hinter das Schied gegangen. Also Rabe vor und fertig. Also insgesamt denke ich, sollte man da keine Religion draus machen. Weil da so viele Faktoren zusammenspielen, Bienenmasse, Bienengesundheit überhaupt, vorhandener Fettkörper, wann kommt was rein, füttere ich zusätzlich Zuckerwasser oder füttere ich zusätzlich sogar Futtereiweiß? Wo steht's, Volk? Wie ist es da windig oder ist es da tatsächlich windstill, ob ich jetzt da eine Woche früher erweitere oder eine Woche später? Vor allem, wenn die Völker stark sind, dann wird das relativ unwichtig. Relevant ist eigentlich mehr bei starken Völkern der Polleneintrag. Wenn ich zu viel Platz gebe, dann entsteht ein Pollenbrett. Und ich hatte da ja vorhin geschildert, ich hatte da einen Bauer beauftragt, da meine Varroa-Behandlung zu machen an einem Standort. So, und jetzt hat er natürlich nicht nur das gemacht, sondern jetzt hat er einen anderen Imker da zu Rate gezogen, dass er immer ein bisschen hilft und so weiter. Was hat der andere Imker gemacht natürlich? Er hat meine Dallandfichten voll gemacht mit Rämle, wo ich gesagt habe, da brauchen wir nicht voll machen. Ja, der hat sie voll gemacht. Dann kam ich hin, ein paar Wochen später, und habe dann natürlich bei jedem Volk 2 knallvolle Pollenbretter rausnehmen können. Klassisch. Einwandfrei. Und das ist eigentlich das viel größere Problem, wenn man zu viel Platz gibt. Und nicht die Frage mit der Brutentwicklung und so. Also das ist eigentlich nicht schlimm. Und wenn du eine volle Futterwabe gibst, wie soll da Pollen abgelagert werden? Da wird der Pollen, das Futter wird verbraucht und es wird sofort reingebrütet. Nicht ganz gleich, aber dann relativ schnell. Und das Problem entsteht viel mehr, wenn du Waben ohne Futter reinigst. Weil die sind schon fertig. Die Bienen sehen, da sind viele leere Zellen, da können wir jetzt auch mal Pollen holen. Und Pollen kommt ja immer viel mehr rein als Nektar im Frühjahr. Sobald es kalt ist, aber trotzdem Bienenflug ist, kommt Pollen rein. Also das Einhängen von leeren Waben schlecht, das Einhängen von vollen Futterwaben gut, das Einhängen von Mittelwänden auch gut. Nur dann muss halt klar sein, dass auch genug Futter da ist, entweder noch drin ist oder Futtersaftstrom kommt oder gefüttert wird. Okay. So, und Flugloch, na klar gibt es da andere Lösungen. Auf der Abimondia hat einer so eine Plastikzunge da gezeigt, die man da vorne reinsteckt. Und also für ihn war sein Hauptargument war, damit kann man die Räuberei verhindern, weil dann das Flugloch so klein ist, also das Flugloch ist dann im Volk und vorne ist gar nichts und die Biene landet in dieser Zunge, krabbelt dann durch diesen Zungenschlauch nach hinten und kommt dann direkt unterhalb dem Bienenvolk raus. Und da ist eine relativ kleine Stelle, kleines Loch, wo die Biene dann rauskommt und da muss nur dieses kleine Loch beschützt werden gegen Wespen und so weiter. Und ich bin da vorbeigegangen und habe gedacht, was hat denn der schon wieder für Plastik da? Aber der hat gesehen, was ich dachte und hat mich angehalten, weil ich sage, jetzt hörst du da mal zu.
Und das, klar kann man das machen, aber auch da würde ich sagen, es gibt da irgendwo einen Punkt, wo sich die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Wenn wir den Boden zumachen, wenn wir Thermoschiede haben, wenn der Deckel gut isoliert ist, ob die Folie jetzt ganz drauf liegt oder nicht ganz drauf, das würde ich nicht einmal als matchentscheidend bezeichnen. Wenn das Bienenvolk nicht in der Zugluft steht, wenn das Flugloch kleiner ist, 8 Quadratzentimeter oder 10, dann ist schon mal 95% gut. Gut, ich habe gesehen, der Dietmar hat schon lange die Hand gehoben. Würdest du deine Ergänzung noch bringen? Das war zum Wärmeschieden, glaube ich. Ja, genau im Prinzip. Es gibt also einen polnischen Anbieter, der im Prinzip ein Wärmeschied anbietet. Also es gibt im Prinzip einen polnischen Hersteller, der solche Schiede herstellt aus Stroh, Schilf, in einer Beziehung, die halt vor allen Dingen halt, ich sag mal, für die Bio-Imker interessant sind, die halt sowieso mit diesen Kunststofffolien und Packungen ja das Problem haben, dass sie das nicht benutzen dürfen. Das war das eine, warum ich die Hand gehoben hatte. Dann hätte ich noch eine konkrete Frage. Im Prinzip, ich hatte sie auch im Chat geschrieben. Du hast gesagt, im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du keine Drohnenwaben ausschneidest. Habe ich das richtig verstanden? Oder gehst du davon aus, dass du sagst, ich brauche keine Drohnenwaben, ich gebe gar keinen Bauraum? Ich gebe keinen Bauraum mehr. Gibt es keinen Bauraum mehr? Also sagen wir mal so, ich gebe Baurahmen früh oder spät, um Naturbau zu bekommen. Und das wisst ihr ja, dass dann, wenn man das sehr früh macht, kriegt man Arbeiterinnenbau. Bau. Wenn man das ein bisschen später macht, wird die Hälfte Drohnenbau und das langt mir. Und das schneide ich auch nicht aus. Ist mir egal, ob jetzt Erfolg 8% oder 12% Drohne macht oder ob es sogar dann Mittelwände abschrotet, das macht es nämlich, wenn man keine Drohnenwabe reinhängt und nirgends eine freie Fläche ist. Okay, meine Frage zielte auch mehr darauf hin, im Prinzip, dass ich natürlich als Züchter die Drohnen benötige, vor allen Dingen auch, wenn ich Drohnenvölker erstelle. Das heißt, das ist in dem Moment nur für das normale Wirtschaftsvolk, nicht für die Zuchtvölker. Na sicher, sicher. Also das gilt alles nur für Wirtschaftsvölker, was ich da gesagt habe. Gibt es noch eine Frage, wie der Zusammenhang zwischen dem Einengen und der Schwarmlust? Hier hat jemand Angst, dass man das Schwärmen damit fördert? Jürgen, was sagst du dazu? Ja, also die Angst, die ist auch nicht ganz unberechtigt. Bei Karnika-Bienen, die schwärmen also mehr. Wie gesagt, ich muss so sagen, gibt ja hier auch natürlich Karnika-Züchter, aber ich war mehrmals in Kärnten. Interessanterweise haben die mich sogar eingeladen und ohne meine Initiative. Und da sind sie ja, das ist ein Karnika-Land sozusagen. Da gibt es ja diese Streitereien damit. Karnika und Backfisch hin und her. Und jetzt muss man natürlich sich darüber im Klaren sein, dass die meisten ja auch gar keine Karnika haben, sondern die war ja Standbegattung. Und deswegen wollen sie ja möglichst das ganze Bundesland mit grauen Bienen da haben, damit die weiter mit ihrer Standbegattung machen können. Aber das ist ja, im Moment ist es ja nicht der Fall. Es hat ja große Imker, die so die gelbe Karnika haben, also die Backfisch natürlich und andere. Und es ist ja auch, eine Standbegattung ist ja immer eine Mischung. Du kriegst ja gar nicht auf einer großen Fläche da eine Einheitlichkeit hin. Und jetzt haben die natürlich da sogenannte Karnika-Standbegattungen, die natürlich auch keine Zuchtköniginnen sind. Und ich habe das denen dann genauso gesagt, wie sonst auch. Und dann bin ich da ein paar Wochen später wiedergekommen und dann hatten da alle enorme Schwarmtriebprobleme. Ihr selektiert ja nach verschiedenen Kriterien und Schwarmträgheit ist ein Kriterium. Und wenn man das nicht macht, kriegt man zwar Bienen, die auch fliegen und die auch stechen und die auch Honig sammeln und so weiter, aber man wird dann immer so bei 30, 40 Kilo, vielleicht mal 50 sein und nicht die Spitzenleistungen hinkriegen, die wir mit unseren Backfischköniginnen hier hinbekommen. Wenn man jetzt natürlich solche Königinnen nimmt, die nicht selektiert sind, dann schwärmen die ab im angepassten Brutraum und ohne angepassten Brutraum. Also ich kenne keine wissenschaftliche Studie, die nachweist, dass die gleichen Königinnen in der zweiräumigen Betriebsweise weniger abschwärmen als in der einräumigen.
Letzten Endes kann ich auch nicht begründen, warum es so ist. Aber wenn ihr von 5 Waben sogar auf 4 Waben runtergeht und noch radikaler auf 3 Waben, dann werdet ihr überhaupt keinen Schwarmtrieb mehr haben. Also zumindest mit meinen Backfischbienen. Andere habe ich ja nicht mehr. Und interessant, sagt Thomas Seely dazu, dass der Schwarmtrieb erst einsetzt, wenn das Bienenvolk ein bestimmtes Maß an Zellen, an Brutzellen hat. Und ich würde das anders formulieren. Ich würde sagen, das Bienenvolk kommt erst in Schwarmtrieb, wenn es geschlechtsreif wird. Und ein Bienenvolk, das 35.000 Brutzellen hat, fängt an in die Geschlechtsreife zu kommen. Und drunter ist es noch nicht geschlechtsreif. Deswegen kann ich auch ein Rähmchen reinhängen, ein gedrahtetes Rähmchen ohne Mittelwand, als 3. und 4. Rähmchen. Da ist das Volk noch nicht geschlechtsreif. Als 5. Rähmchen wird das Volk Drohnen machen oder zum großen Teil Drohnen. Und solange das Volk nicht geschlechtsreif ist, schwärmt es auch nicht ab. Ja, ich wollte nach dem Buch fragen von dem Hans Bär. Ich bin ja nicht da oben aus eurer Ecke, sondern von der Lorelei. Und du hast das Buch so kurz ins Bildschirm gehalten, aber ich konnte nicht entziffern, wie das heißt. Ich interessiere mich dafür. Von der Lorelei. Ja. Ja, als ich den Link bekommen habe, hat es mich auch gejuckt, ihn in meinem Newsletter vorgestern rumzuschicken. Aber dann dachte ich, das kann ich ja nicht machen, weil sonst haben wir da auf einmal 500 Zuhörer. Und dann randaliert der Imkerverein, der Vorsitzende. Das Buch hier. Ja. Das habe ich gemeint. Handbuch für die ökologische Imkerei. Für die erfolgreiche Imkerei. Okay. Und das hat herausgegeben Marion Löper, René Schieback und Tino Lorz, die beiden Herren, die hier auch im Auditorium sitzen. Okay, ihr könnt ja da vielleicht mal einen Link schicken. Also guck mal her, ihr Bube da, seht mal her, sogar eure Teilnehmer hier kennen euer Buch nicht. Ihr müsst ein bisschen mehr Werbung machen für euer Büchle da, gell? Okay, ja, schickt den Link. Ja. Alles klar. Noch eine Frage ist hier im Chat. Wo bekommt man die Futterwaben her, wenn man so einengt? Die großen Futterwaben. Kannst du das noch mal kurz erläutern? Ja, die hat man im Herbst selber produziert. Man füttert ja im Herbst das Bienenvolk auf und man füttert ungefähr 30 Kilo, damit 20 Kilo Futter drin ist. Weil 1/3 des Futters wird, also vor allem, wenn er totale Brutentnahme macht, dann wird ein bisschen mehr Futter gebraucht zum Aufbau des Wabenwerks und für die Brutpflege. Wenn man dunstflüssig füttert, sowieso nochmal mehr, dann entsteht mehr Brut, als wenn man im Sirup füttert. Ja, das hat ja Hans Bär auch experimentell praktisch da ermittelt. Und ich stimme zu. Also ich habe damals ja auch noch Brutwabenableger gemacht. Und da haben wir Brutwabenableger gefüttert, jede Woche, ganz dünnflüssig. Und da hatte ich einen Praktikant dabei, der hat auch bloß den Kopf geschüttelt. Er hat gesagt, der muss ja so oft hin und so weiter. Sage ich, jetzt machen wir jetzt mal so. Ja? Und siehe, ein paar Wochen später wieder, und dann waren die Kisten plötzlich voll. Und er hat seine daheim genauso gemacht, aber mit API Invert gefüttert und die waren nicht ganz voll. Und das ist so. Also die Futterwaben macht man im Herbst. Und dann kommen sie hinter das Sheet, entweder im Oktober oder November oder im Februar oder März. Und die Bienen holen sich von dort an das Futter. Das Volk sieht so am 5. Dezember aus. Und ich habe die Wärmeschiede, weil ich das in der Armbruster Imkerschule so gehört habe. Ich habe das alles verfolgt, was die Armbruster Imkerschule lehrt. Habe ich die am 2. November eingesetzt. Und wir sehen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe in die Wärmekammer 5 Waben genommen. Und ich habe das deshalb im November gemacht, weil ich möchte an kalten Tagen keine Brutwaben, die mit Bienen besetzt sind, hinter das Wärmeschiet hängen. Ich bin dann unsicher,
ob die Bienen an kalten Tagen von allein zurück in die Wärmekammer gehen. Deshalb habe ich das an dem 2. Dezember gemacht, an November gemacht, da war es noch warm genug. Ich konnte problemlos die bienenbesetzten Waben hinter die Wärmeschiede hängen und die sind ja dann auch rübergegangen, das war gar kein Problem. Hier ist das jetzt zu sehen. Guck mal, ich habe hier die Wärmekammer auf 5 Waben gesetzt. Da war ich mir schon unsicher, ob ich das richtig gemacht habe, weil ja auf der ganz rechten Wabe so wenig Bienen sind. Die hätte meiner heutigen Meinung nach schon gar nicht mehr reingehört in die Wärmekammer. Das hätte ich sofort auf 4 Waben einengen können, genau. An diesem 2. November. Das wäre schon eine Frage, die wir mal mit dem Jürgen Bünzer diskutieren können, ob das so richtig ist. Ich habe mir auch nicht getraut, die Wärmekammer sofort auf 3 Waben einzuengen. Ich habe das dann später nach und nach gemacht. Ich habe dann weitere Aufnahmen von dem Wintersitz dieses Volkes im Februar, im Januar noch gemacht und dann später im Februar. Und man sieht immer, dass das Volk so stark ist, dass es zu jeder Jahreszeit, bei jeder Temperatur immer über dem Schied gewesen ist. Also auch bei -7 Grad waren die Waben außerhalb des Schiedes immer ständig besetzt, sodass es nie ein Problem gegeben hätte, dass das Volk verhungern kann, weil das ausreichend stark war, immer hinter das Schied zu gehen. Und daraus schließe ich eben, wir müssen starke Völker einwintern. Und hier sind ja auch, man sieht das doch, wenn man solche Völker einwintert, sind doch genügend Futterwaben da, weil vorhin die Frage gestellt wurde, wo nehmen wir denn die Futterwaben her? Ja, die haben wir doch hinterm Schied. Und dann war ganz am Anfang auch gesagt worden, das Problem des Behandelns. Also ich lege sehr viel Wert darauf, meine Bienenvölker so zeitig gegen die Milben zu behandeln, dass möglichst die Winterbienen zu dieser Zeit noch gar nicht da sind. Jede Behandlung schädigt die Bienen. Und die Winterbienen, die werden durch die Behandlung natürlich auch geschädigt. Sind wir mit der Behandlung vorher schon fertig, bevor die Winterbienen überhaupt auf die Welt kommen, dann können wir sie später auch nicht mehr schädigen. Also hier bei diesem, das Problem sind ja eigentlich nicht die schwachen Völker, sondern die starken Völker. Also dieses letzte Bild, das du da gerade hattest, du gib doch das gerade nochmal her. Ja? Ja, das Volk hier, das hätte man problemlos auf 3 Waben setzen können. Das ist meine Hauptfrage, ja. Ja, hätte man problemlos machen können, weil Wabe 1 und 2 rechts, der hat ja gar nichts. Die ist nichts, ne? Ja? Ja. Und links sind sie verteilt. Also was macht die Biene? Sie macht Kugel, weil das am meisten Energie spart. Und du hast hier eigentlich, du bist ja gar kein Schwabe, oder? Den Schwabe sagt man doch nach, dass sie sparsam sind. Du hast da diese Plastikwände genommen von Paletten, Glaspaletten. Ja, das habe ich schon, ja. Und das also du meinst jetzt für die Wärmeschiene? So gezeigt, gell? Der Miroslav ist nämlich auch ein Sparer. Ja, von dem habe ich das, ja. Ja, genau. Und das hast du so gemacht. Und das sind natürlich Schiede, die nicht optimal die Wärme dämmen, ja? Was heißt, da hast du zwischendrin oder hast du irgendwas rein, Styropor? Ja, da ist Styropor dazwischen. Gut, also dann ist es schon mal nicht ganz ungünstig, aber es ist natürlich jetzt nicht ganz optimal, ja? Besser wäre, wenn die noch besser Wärme dämmen würden. Aber ist ja schon mal was. Und jetzt haben natürlich die Bienen dann, stellen sich die Bienen die Frage, ist es für uns attraktiver, in den eckigen Raum zu gehen, wo weniger Wärme entweicht, weil die Schiede und die Folie oben gut sind? Oder machen wir lieber das, was wir über Jahrmillionen gelernt haben, nämlich Kugel bilden, um Energie zu sparen? Und es kommt darauf an, hast du das Schied jetzt gerade gesetzt oder hast du den Deckel aufgemacht? Und das die so Schiene habe ich, am 2. November so gemacht. Ja, und dann hast du das Foto gemacht, nachdem du das Schied gesetzt hast. Ja. Aha. Da haben natürlich die Bienen noch keine Chance gehabt, sich zu entscheiden, wo sie hinwollen. Nein, ich habe das mehrere Tage später gemacht. Ich habe das am 2. November habe ich die Wärmeschiede gemacht und im Dezember ist dann das. Am 8. November habe ich es dann aufgenommen. Also die Wärmeschiede hatte ich am 2. November gesetzt und das Foto ist vom 8. November. Also hat es dieses Wärmeschied, dieses Schieden, hat so wenig Effekt gehabt, dass die Bienen überhaupt nicht wahrgenommen haben,
dass es in der Brutkammer wärmer ist als außerhalb. Und deswegen haben die ihr normales System beibehalten, nämlich Kugel bilden. Und noch schwieriger ist es ja aber dann bei großen Völkern. Also du hast ja da zwei Fotos weiter oben, hast du da ja ein Volk, das so viele Bienen hat, dass alle Waben besetzt sind. Ja, ja. Wobei auch da nicht alle Waben komplett besetzt sind. Außen links und rechts hast du ja auch, sind ja die Waben auch nicht ganz voll. Also und hier hast du das Volk gleich auf 5 Waben geschiedet. Jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, was ist denn das Ziel? Wohin wollen wir, immer, bevor der Honigraum draufkommt? Auf 5 oder auf 6 Waben? Wenn wir auf 5 Waben wollen und wir schieden im Herbst schon auf 5 Waben, dann müssen wir ja, so wie der Norbert Truppe mit seinen 6 Waben Zander, da müssen wir gar nichts mehr machen. Da müssen wir den ganzen März keinen Finger krumm machen. Nichts. Das würde auch zu 80-90% zufriedenstellend funktionieren. Und wenn wir dann natürlich überhaupt keinen Eingriff im März machen müssten, aber wer hat solche starken Völker? Wenn wir uns umschauen in den Imkervereinen, ich war ja vor dem Lockdown, habe ich ja viele, bei vielen Imkervereinen, Leute, da hat keiner solche Völker. Gehen wir bitte auf die Folie 6, Dietmar. Dort habe ich Fehler gemacht. Ich habe das genauso eingeengt wie das andere Volk, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und die Königin ist links. Ich habe also nicht gemerkt, dass ich die Königin gar nicht in der Wärmekammer habe. Die ist dort. Ja. Ja. Ich habe es inzwischen ja gemerkt und geändert. Aber damals habe ich es eben nicht gemerkt. Und die ist auch nie rübergegangen. Die sind immer dort auf den 3 Farben geblieben, die Königin. Wenn ich das richtig sehe, dann sind das lauter Mittelwände gewesen, oder? Nein, nein, das sind keine Mittelwände. Die dritte Wabe von rechts ist ein Wärmeschied. Das ist aber eben keins von Miroslav. Mhm. Das ist ein Wärmeschied hier. Ja, aber die Frage ist, wo sind die ältesten Waben? Ich kann man jetzt vom Oberteil. Ja, die sind eben ganz links. Aha. Na. Also dann ist doch die Frage beantwortet. Die Königin sitzt auf den ältesten Waben und möglicherweise hast du die gar nicht dahin gehängt, sondern die Königin hat das Schied überwunden und ist selber dahin gegangen. Und ist zurückgegangen. Das wäre möglich, denn ich habe eigentlich immer geguckt, dass ich die Königin in der Wärmekammer habe. Ja. So wird das sein. Das würde ich hier sofort vermuten wollen. Ja, so ist das. Das ist schon gut, wenn ein anderer über die Völker auch mal drüber sehen kann. Hm. Der sieht dann noch was anderes als das, was man selbst sieht. Na gut, das ist jetzt natürlich eine Mutmaßung. Sehen kann man ja hier gar nichts. Aber auf den Gedanken würde ich zuerst kommen. Die Königin will auf den bebrüteten Waben überwintern und anfangen zu brüten. So, und das ganz runter, noch weiter runter. Das ist das Wärmeschied. Das ist das Wärmeschied aus Stroh, aus Polen. Ja, kenne ich. Ich war ja in Polen schon bei einer Studienfahrt und da haben wir das gesehen. Das ist eine gute Lösung. Es ist vielleicht so, da wird natürlich ein bisschen Probabilisierung dann schon stattfinden, weil der B-Space jetzt zur Wabe dann ja nicht genau stimmt hier. Aber ich denke, das ist eine sehr gute Lösung. Ich habe gesehen, Gernot hat noch eine Frage direkt an dich, Rolf. Ach, geht ja, nicht, hat kein Mikro. Also die Frage war, wenn du so zeitig behandelst, in welchem Monat oder wann behandelst du und vor allen Dingen auch womit? Varroa geht es wahrscheinlich. Also ich mache keine Aussagen dazu, wie ich behandle. Das möchte ich nie verraten, weil das könnte kritisiert werden. Aber ich behandle sofort, wenn ich den Honigraum, wenn ich die Honigräume abnehme, behandle ich sofort. Dann füttere ich das Volk sofort und ich füttere sehr dünnflüssig, also das Ursprungsvolk, von dem ich die Honigräume abgenommen habe. Das wird sofort gefüttert und die Bienen aus den Honigräumen kommen nicht in das Volk zurück. Das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, wenn man die Bienen, also wer ordentliche Völker hat und seine Bienenvölker nicht schröpft bis zur Ernte, bis abgeerntet wird, der hat dann in diesen Völkern so viel Bienen, dass der Brutraum nicht groß genug ist. Der Brutraum kann nicht der Größe der Bienen angepasst werden, der Bienenmenge angepasst werden. Beim Abernten kann ich meinen Brutraum nicht der Bienenmenge anpassen. Ich muss die Bienenmenge der Größe des Brutraumes anpassen. Das heißt, die Honigraumbienen müssen weg von dem Volk.
Wenn man die in den Brutraum unten reinzwingt, dann brütet das Volk nicht ordentlich weiter. Und gerade in dem Moment werden ja die Winterbienen gemacht. Also müssen die Honigschleimbienen woanders hin. Mit den Honigschleimbienen muss man dann wirklich neue Völker machen. Und das geht zur derzeit noch sehr wunderbar, wenn man die Völker stark genug macht. Das ist das Erste. Dann sofort behandeln und sofort füttern. Und über diesen Weg. Und dann nach 4 Tagen, ich füttere also 4 Kilo Zucker mit 5 Liter Wasser gemischt. Die sind nach 4 Tagen verbraucht, spätestens nach 4 Tagen. Und dann müssen sie auch verbraucht sein, weil sonst das Futter anfängt schlecht zu werden. Und dann kann ich nach 4 Tagen schon wieder behandeln. Also ich kriege die Milben so raus, dass dann, wenn die Winterbienen kommen, nur noch wenig Milben in den Bienen drin sind, in den Völkern sind. Hast du da noch was zu ergänzen, Jürgen? Vortrefflich. Also ist genau richtig, richtig beschrieben. So würde ich das auch sehen. Ja? Die Entnahme der Bienen im Juli, vorausgesetzt, das Volk ist nicht schon vorher, ist dabei, an der Varroa zusammenzubrechen. Das kann natürlich auch passieren, wenn man da zu viel Milben drin hat. Die Entnahme der Bienen im Juli ist also nicht nur, das hat man dann 2 Völker oder 1,5, sondern das, was zurückbleibt, kommt in eine besondere Dynamik. Und mit was behandelst du individuell? Also ich war ja bis 31.12. Bioimker. Und dann gibt es jetzt 2 Gründe, warum ich den Vertrag gekündigt habe. Erstens mal hatte die Kontrollstelle natürlich jetzt meine Styropor-Schiede da gesehen, mit den Alukaschierten. Und ich kann ja schwerlich sagen, das habe ich jetzt da nur in einem Volk drin, weil das ist ja überall publiziert. Und die haben gesagt, das können wir jetzt nicht mehr dulden. Und ich habe das wurde ja jahrelang geduldet, weil ich gesagt habe, Leute, das müssen wir ausprobieren. Wir können jetzt nicht da Sachen propagieren, bevor wir es ausprobiert haben. Und da haben sie mich das machen lassen. Und jetzt sind sie aber an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, ja, jetzt die uns kontrollieren, die haben jetzt gesagt, der Binder muss jetzt da aufhören. So, und dann, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ich jetzt so tatsächlich bei der Gelegenheit so weit gehe und sage, also gut, dann werde ich die ganzen chemischen Mittel auch ausprobieren, weil ich kann da keine Imkerschule da führen, wenn ich dann nachher die Mittel gar nicht kenne. Und jetzt habe ich also da im Schlossgarten, da baue ich die nächsten Wochen verschiedene Völker auf, auch Zander, Deutsch Normal und alles, und dann mit verschiedenen Mitteln behandelt. So. Das heißt, da habe ich keine eigene Erfahrung mit den chemischen Mitteln. Und ich habe gearbeitet mit Apilife Var, also ein Thymolprodukt. Das ist der gelbe Streifen, so wie es Hans Bär uns eigentlich beigebracht hat, nämlich 3-mal. Mitte Juli, Ende Juli und Ende August so ungefähr. Und dann habe ich aber immer zusätzlich noch Bienenwohl gegeben oder jetzt auch Varomet. Das heißt, das ist für mich einigermaßen gleichwertig im Einsatz. Das einzige Unterschied ist, dass Varomet halt praktisch jetzt ja die ganze Jahreszulassung hat und Bienenwohl wird das sicherlich nachholen. Aber wir wissen ja auch, dass unser großer Lehrmeister Bienewohl dann im März geträufelt hat, um da noch gegen die Varroa-Belastung vorzugehen. Und es kommt auch nur wirklich darauf an, wie oft ich an einem Platz hingehe. Ich gehe sehr selten zu meiner Biene. Und da nutze ich eigentlich jede Gelegenheit zur Behandlung. Natürlich nicht während der Tracht. Aber im März auch nicht zu früh. Also das wäre mir jetzt hier noch zu früh. Ich würde mal sagen, wenn diese Schlechtwetterperiode jetzt vorbei ist, dann haben wir so viele Jungbienen, dass man die erste Behandlung machen kann. Und dann noch ein zweites Mal nach 4-5 Tagen oder ja, also 4 Tage wäre optimal und maximal ein drittes Mal. Aber da geht es ja dann auch relativ schnell. Der Frühling wird kommen und bevor der Honigraum draufkommt, möchte ich keine Behandlung machen. Also so eine Woche vorher würde ich da nichts mehr machen. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, das Varomet ist auch zugelassen. Also das ist jetzt ganz legal, die Frühjahrsbehandlung. Varomet könnt ihr legal nehmen. Und Bienewohl, wenn ihr das nehmt, dann habt ihr zwar fast das gleiche Mittel, aber das ist dann nicht zugelassen. Das dürft ihr dann nicht rumerzählen überall. Nur Varomet ist ja im Moment nicht erhältlich. Und das müsst ihr selber entscheiden. Also
Er dürfte, bei Rot dürfte er nicht über die Ampel gehen. Jedenfalls nicht, wenn ein Polizist zuguckt. Gibt es noch eine Frage? Können wir noch zulassen? Gibt es noch eine Frage? Oder? Ja, Dino, ich hätte noch eine im Prinzip. Ja? Ich hatte noch eine erste oder zwei Fragen. Eine noch an den Rolf. Er hatte dort in dieser Folie Völker mit total unterschiedlicher Färbung. Die eine hat er als Graf Reinet-Abstammung gekennzeichnet, die etwas dunklere, die auch komplett über das ganze, sag mal, über die ganze Beute verteilt ist. Logisch, weil das natürlich halt einfach ein bisschen in der Natur dieser Bienenabstammung liegt. Und das andere Volk, was man uns angeguckt hat, was war denn das für eine Abstammung? Da müssten wir jetzt nochmal nachsehen. Ich habe im Prinzip die Völker, ich habe nur zwei. Ja, weil hier steht die B3 mal Lyon. Lyon stand ja eine VSH-Linie und die B3 war... Na, das ist eine von dem Jonas Feustel, die bei euch in der Prüfung gewesen ist. Also im Prinzip eine Königin, die es ist eine im VSH-Programm selektiert wurde. Ja, ja. Okay. Ja. So, und die zweite Frage richteten sich nochmal an den Jürgen im Prinzip. Wie findest du mit dieser Methode im Prinzip deine Zuchtmütter? Also ich mache es ja so, dass ich arbeite ja im gleichen Prinzip wie der Rolf hier und erweitere aber den Brutraum so lange, bis auf der Schied zugewandten Seite keine Brut mehr erfolgt, um die Leistungsfähigkeit der Königin zu testen und so meine Zuchtmütter zu finden. Wie machst du das? Sehr gut. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Ich vermehre und züchte keine Königin mehr. Und ich kaufe sie mir. Und da habe ich dann Herkünfte, Bär, Neuhauser, Preisel, Rüppel, Lutz Eggert und so weiter. Das, was eben gerade verfügbar ist oder wo es Absprachen gibt, dass ich da welche haben möchte und dann klappt es auch nicht bei jedem immer. Und darauf verzichte ich, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich habe jetzt die Imkerschule eigentlich vor 12 Jahren angefangen. Und auch, ja, und erst im Kleinen und dann immer mehr und immer mehr. Und jetzt ist es eigentlich so viel geworden. Ne? Wenn man es gut machen will, ich muss ja sogar als Sekretärin einstellen, weil ich meine E-Mails nicht mehr beantworten kann rechtzeitig und dann gehen viele E-Mails verloren und gibt es Beschwerden und dann kommt noch eine E-Mail und dann kommt die dritte E-Mail, die sich beschwert, warum die erste noch nicht bearbeitet ist und so weiter. Und da komme ich an den Punkt, wo ich sage, kann ich nicht alles machen. Ich mache jetzt hier Völkerführung und versuche die dann gut filmisch zu erfassen und zu fotografieren und alles andere kann ich nicht mehr machen. Sogar meine Berufsimkerei habe ich jetzt doch stark reduziert und fokussiert es auf diesen Schlossgarten hier, damit ich da wirklich sauber Filmmaterial herkriege, das dann auch zeitlos wirkt und nicht gerade Zufälligkeitscharakter hat. Also wenn du aber Zuchtköniginnen selektieren willst, dann ist das die Methode, die haben wir ja von Adam gelernt. Die Leigeleistung der Königin zur Geltung bringen lassen, kommen lassen. Und dann sieht man, ob man damit arbeiten will oder nicht. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, mit 5 Waben oder 4 Waben sogar, das ist reine Honigproduktion. Obwohl ich da ergänzen muss, der Hans Bär hat da so ein bisschen die Philosophie gemacht, im angepassten Brutraum die Königin zu testen, weil er gesagt hat, dass die müssen da laufen. In den Wirtschaftsvölkern. Also das war ein bisschen andere Philosophie. Das hat er auch so gehandhabt. Darf ich noch 2, 3 Sätze sagen? Sehr gerne. Viel kann ich heute jetzt nicht sagen, aber wir haben ja eigentlich das Dilemma, dass wir nirgends stark sind. Der Berufsimkerbund ist, was die Mitgliederanzahl geht, schwach im Vergleich zum DIB. Der hat eine gewisse Stärke entwickelt, eine gewisse politische Präsenz in den letzten 15 Jahren. Aber man muss halt auch immer sehen, das hängt dann halt auch immer stark von einzelnen Figuren ab, die im Vorstand sind und von der Meinung von Einzelfiguren. Und im Moment organisiert sich ja der Vorstand neu. Da hat man ja also politisch nicht viel gehört bisher. So, und jetzt schauen wir auf europäische Ebene. Schlimm genug, dass wir schwach sind. Gab es da einen Vorfall vor ein paar Jahren, der dazu geführt hat,
dass es nicht nur den Europäischen Berufsimkerbund gibt, sondern auch noch einen zweiten europäischen Verband, nämlich BeLife. Da gab es also einen Vorfall, der ja mit den Persönlichkeiten halt zusammenhängt, die damals in der Führung waren. Und jetzt haben wir also zwei europäische Lobbyverbände und beide sind schwach. Einer ist ganz schwach, der EBBA, und BeLife ist etwas stärker, weil man da Mitgliedsbeitrag zahlt und da mehr Leute dann auch, mehr Verbände mittlerweile Mitglied sind. Da gibt es eine halbe Stelle in Brüssel, die rumschnüffelt für uns, was sich da wieder für Gefahren zusammenbrauen und wo also sozusagen in dem Konzept, wie in Brüssel Politik gemacht wird, dann rechtzeitig versucht, politische Positionen einzubringen in die Diskussionen. Und Brüssel funktioniert eigentlich erstaunlich demokratisch. Das wird nur von den meisten nicht wahrgenommen und auch von uns nicht. Und deswegen habe ich die Initiative gestartet, dass man da Spendengelder zu dieser Organisation schickt, damit da diese halbe Stelle irgendwann mal in eine ganze verwandelt werden kann und vielleicht auch noch zwei oder drei Leute. Noch schlimmer ist es international. Wir haben zwar die Apimondia, aber die Apimondia hat einen Jahresetat, der halb so groß ist wie der der Armbruster Imkerschule. Und jetzt sehe ich schon, wie klein meiner ist. Und die haben halb so viel. Und sollen damit international tätig sein. Flugtickets kaufen für den Präsidenten und für andere, Hotels bezahlen und so weiter. Geht gar nicht. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten erschüttert hat. Weil jetzt, was hat denn diese Honigverfälschung für einen Sinn? Die wird ja strategisch durchgeführt. Nicht, damit wir billigen Honig kaufen können. Warum versucht China, unseren Honigmarkt zu floaten mit billigem Honig, mit Fake-Honig? Ein billiger Honig geht ja gar nicht. Es muss ja sogar Fake-Honig sein. Wohin führt das? Das führt dahin, dass der Berufsstand der Imker bei uns nicht mehr arbeiten kann, weil wir zu den Preisen nicht produzieren können. Wir können nicht zu 4 Euro pro Kilo produzieren. Der Hobby-Imker kann, weil wenn er die Kosten nicht in Rechnung stellt, wenn er subventioniert. Wir haben ja in Deutschland viele Hobby-Imker, die es aus Begeisterung machen. Das spielt ja gar keine Rolle. Das ist ein defizitäres Hobby und gutes. Aber als Branche insgesamt, Italien, Spanien, Frankreich, das sind ja die Berufsimker, diejenigen, die die Menge an Völkern bewirtschaften und die Bestäubung gewährleisten, in den Kulturen, in die eingewandert wird. Wenn jetzt ein Honigpreis so schlecht ist, dass die Profis nicht mehr arbeiten können, was wird passieren? Die Profis werden aufhören zu arbeiten. Es werden die Ernten zurückgehen. Ist jetzt schon messbar. Und dann kommt China und sagt, kein Problem, wir haben die Ernten, wir haben den Honig, den könnt ihr jetzt bei uns kaufen. Und dass China strategisch vorgeht, sieht man daran, dass der Präsident der FAO, das ist die Welternährungsorganisation, Chinese ist, und dass der Vorsitzende in der Honigkommission jetzt ein Chinese werden will. Und das geschieht alles vor unseren Augen und wir sind nicht stark genug, das zu verhindern. Und da müssen wir uns an unseren Ohren packen und sagen, das können wir eigentlich nicht zulassen. Deswegen rufe ich euch auf, 83 sind jetzt noch da, geht auf die Webseite von der Apimondia und spendet da jeden Monat 3 Gläser Honig, 20 Euro, dass da endlich mal Geld zusammenkommt, damit wir da Leute einstellen können, bezahlen können, die Lobbyarbeit machen. Ja. Das war jetzt mein politischer Aufruf. Und da war jeden von euch, meine ich. Ich möchte gerne von der Apimondia eine E-Mail kriegen nächste Woche, wo der Generalsekretär sagt, warum kommen da 83 PayPal-Spender aus Deutschland? Ich will sofort wissen, was da los ist. Gell? Apimondia.com. Ja, danke. Danke nochmal für diese Worte und ich wünsche dir viel Kraft bei deiner Arbeit. Also vielen Dank nochmal und viel Erfolg mit deiner politischen Arbeit und mit deiner Imkerschule. Und den Zuhörern möchte ich noch danken, dass ihr so lange dabei wart. Ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Vielen Dank, Jürgen. Und wie gesagt, den Wein und die Blumen gibt es in Weimar. Alles klar, super. Ich freue mich. Gell? Alles Gute. Danke. Ja, danke. Servus. Tschüss. Tschüssi.